Meerforellenbrei. Auf Meerforellen eignen sich sehr große Fliegen, die man mit Schwarz meistens kombiniert und dafür verschiedene Fälle nehmen kann. Ich möchte heute gerne ein Muster zeigen, das einerseits mit asiatischer Gänse gebunden ist, gleichzeitig mit Polar- und Arktikfuchs und eine unheimlich schöne Silhouette wirft. Das Muster hat ein wahnsinniges Volumen, ist sehr leicht zu binden und basiert auf einer Tube von Pro Tube Fly Systems. Das Wichtigste bei einer Meerforellenfliege für den Fluss, gerade für die Nacht, ist, dass sie lang ist und mit der Schwinge abschließt. Da die Meerforelle im Gegensatz zum Lachs die Fliege meistens am hinteren Teil nimmt, wir also auch noch ein Drilling einstecken müssen, der dann bündig ist mit dem Ende der Schwinge, empfiehlt es sich, ein sehr langes Röhrchen zu nehmen. Auch hier nehme ich wieder ein Produkt von ProTube, stecke das auf meine Flexi-Nadel, auch von ProTube, die sich dafür hervorragend eignet, für alle Tuben gängig ist und ja, sehr flexibel ist, nicht so steif. Man hat tolles Spiel damit, aber nicht zu viel Spiel, dass es wackelig beim Binden wird. So, der Anfang, wie immer, erstmal eine Unterwicklung legen. Ups. Mal wieder zurück, damit ich eine richtig schöne Unterwicklung habe, auf der ich die nächsten Materialien auftragen kann. Das Allerwichtigste hier am Ende ist auch ein Bisspunkt zu setzen. Dafür nehme ich Mini Flat Braid in einem Knallrot. Schneide mir ein kleines Stück ab, binde es sehr kurz ein damit es auch wirklich gut hält, mache ich darunter einen kleinen Tropfen Lack, auch hier vorne schon mal und auf den ganzen Körper, damit hält das Ganze. Nichts ist schlimmer als eine bissige Fliege, die dann ruckzuck nachts kaputt geht. 4-5 Windungen reichen. Wieder abbinden. Dazu eine kleine Bissschwinge. Es gibt verschiedenste Materialien. Was mir sehr gut gefällt, ist einfach etwas Antron auch wieder in einem Knallrot zu nehmen. Das Material lässt sich super einfach verarbeiten. Einfach einmal kurz durchkämmen. Kleinste Knötchen kann man auch rausschneiden. Doppelt legen. Ablenken und das doppelte Stück auflegen. Sollte von der Länge her etwas über das Ende der Tube gehen, aber nicht weiter, damit keine Gefahr besteht, dass sich die kleine Bissfahne hier im Drilling verheddert während des Wurfs. So, bis nach hinten einmal aufwickeln und den Rest abschneiden. Alles nochmal kräftig aufbinden.
Man kann es jetzt so lassen, man kann es aber auch etwas anschrägen. Sieht einfach schöner aus. Ich glaube, es stört den Fisch nicht wirklich. Aber es ist für den Fisch einfach ein bisschen schöner, wenn alles ein bisschen spitz zuläuft und nicht so ein Klumpen mehr ist. So, als nächstes legen wir schon mal etwas Ovaltinsel in Silber ein, damit wir dann später unsere Rippung vornehmen können, was auch nochmal die Fliege haltbarer macht und auch nochmal einen schönen Effekt gibt. Dafür das Tinsel, ich habe es jetzt in einer Mediumlänge gewählt, auf der Unterseite einbinden, von der Länge her ungefähr bis zur Hälfte auflegen, erst sanft einbinden, jetzt auf dem Rückweg zum Bisspunkt hin mehr Druck auf den Bindefaden ausüben und festwinden. Wieder in Form ziehen, am Bindestock irgendwo verhaken, damit es nicht im Weg ist. Und jetzt beginnen wir, den Körper aufzubinden. Beim Meerforellenfischen, wie gesagt, gerade beim Nachtfischen im Fluss, kann der Körper gerne etwas glitzern, sollte aber auch ein paar dunkle Töne mit drin haben. Das Wichtigste ist immer die Silhouette beim Fischen, also eine große Fliege zu bauen. Ein paar Farben kann man mit reinbringen, wir haben unseren Bisspunkt, ein bisschen blaue Farbe nachher in den Hecheln ist auch noch schön, aber das Wichtigste ist die Silhouette und die dunklen glitzernden Töne. Dafür mache ich jetzt eine Unterwicklung aus schwarzem Holotinsel. Nehme mir dafür ein paar Stränge, vielleicht 5-6 Stränge, schneide diese bündig ab, lege sie auf. Sauber einbinden, dann um die Fliege wieder haltbar zu machen. Es ist nur so wenig Arbeit, einmal etwas Lack aufzutragen, aber es erhöht die Haltbarkeit der Fliege ungemein. Jetzt nehmen wir das Tinsel, legen den Bindefaden nach vorne und beginnen den gesamten Körper damit abzubinden. Mitte des Körpers machen wir auf, binden das Tinsel ein, einmal noch nach hinten legen und sichern. Abschneiden. Aber da mir das jetzt etwas zu dunkel ist, nehme ich noch ein zweites Material dazu, und zwar Lateral Scale in der Farbe Mother of Pearl. Also wirklich durchsichtig klar, toller Effekt und gerade durch die raue Oberfläche ganz tolle Lichtbrechung. Dies binde ich auf mit dem langen Ende hin zur Spitze meiner Dubbingnadel, lege es einmal um, mache noch eine Sicherheitswindung und fange jetzt an, den Körper damit einmal zu umwickeln. Vom Bisspunkt kommen, gehe ich wieder nach vorne, fange den Rest mit dem Bindefaden ein, lege es fest, fertig bin ich.
Was im Trocknen schon ganz gut aussieht, ist im Wasser phänomenal, weil die Lichtbrechungseffekte von dem holographischen Tinsel und dem Lateral Scale zusammen unglaublich sind und ein wahnsinniges Spektakel machen, aber trotzdem gedeckt sind und für die Nachtfischerei ideal. Den Rest des Körpers baue ich jetzt auf mit Dubbing. Ich könnte das Dubbing ganz einfach nur auflegen, aufwinden, einfach hier einspinnen im Faden. Was ich aber jetzt mache, ist eine Dubbing-Schlaufentechnik, um mehr Volumen zu bekommen ab der Mitte des Körpers. Wie gesagt, anfangs erwähnt, ich brauche gerade fürs Nachtfischen sehr viel Silhouette und dafür brauche ich dann auch durch das Dubbing einen schönen dicken Körper. Dafür nehme ich von Guideline das Alar Synthetic Series Dubbing. Diesmal in Mickley Blue, ganz tolle Kombination mit Schwarz, gerade wenn wir in diesem Blau, Lila und Schwarztönen sind, was Meerforellen einfach lieben. Dafür baue ich mir eine Dubbing-Schlaufe. Einfach den Faden doppelt legen, mit dem Finger festhalten. Dann einen Dubbing-Twister nehmen, einhängen und schon mal ein paar Umdrehungen auf den Bindefaden geben. Den Bindefaden nach vorne führen, weil er uns jetzt nur noch im Weg wäre. Und jetzt das Dubbing schön aufziehen und nach fein in die Schlaufe einlegen. Je feiner man das Material auflegt, desto besser, denke ich, wird es am Ende auch das Ergebnis werden. So. Jetzt, wenn alles gut eingelegt ist, fange ich an und verdralle den Faden. Das sollte reichen. Ich könnte es jetzt so aufbinden. Was ich aber mache, ist, alles, was sich hier vielleicht verdreht hat, nochmal mit einem kleinen Brush etwas ausbürsten, damit jede Faser die Chance hat, auch nachher auf der Fliege zu spielen. So, jetzt geht es daran, ich fange an, meinen Körper aufzuwinden. Nach jeder Windung das Dubbing nach hinten streichen, also hin zum Bisspunkt, damit ich nichts von dem Material einfach einbinde und es gar keine Chance hat zu spielen. Was jetzt passiert ist, ist, mir fehlen zwei Windungen von dem Dubbing. Jetzt könnte man natürlich einfach rumfuschen und sagen, ich mache die Windungen ein bisschen weiter. Möchte ich aber nicht. Lieber mache ich mir eine zweite Dubbing-Schlaufe, weil wenn ich jetzt schon anfange zu fuschen, wo die Fliege nicht mal zur Hälfte fertig ist, wie soll das erst am Ende werden? Also einbinden und zu Übungszwecken einfach nochmal eine Schlaufe drehen, festlegen, Faden nach vorne führen, andrehen und das gleiche nochmal.
So, am Ende angekommen. Den Faden wieder einfangen. Ein-, zweimal um den Twistfaden legen. Festbinden. Alle Fasern nach hinten legen. Und nochmal das Ganze ausbürsten. So, das sieht doch jetzt schon mal schön nach Volumen aus. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, unseren silbernen Faden hier, unser Tinsel noch einzubinden. Dafür, bisher habe ich immer in diese Richtung gedreht, also von der Zuschauerseite von hinten nach vorne. Jetzt komme ich von der Zuschauerseite und gehe nach hinten, gehe also gegen meine normale Wickelrichtung. Damit lege ich die Materialien nochmal besonders gut fest. Man sollte darauf achten, A, das Dubbing nicht mit einzubinden, auf jeden Fall noch nicht hier, wo wir nur das Tinsel aufgelegt haben, und gleichmäßige Abstände nur wieder für den Fischer, nicht für den Fisch, macht einfach eine schönere Fliege. Jetzt ist es sehr ratsam, spätestens hier eine Dubbingnadel einzusetzen und das Dubbing schön zu trennen, damit ich mir keine Arbeit, die ich mir gemacht habe, das Volumen nämlich wieder zu einer Wurst zusammenbinde und nachher nichts mehr davon habe. Immer darauf achten, genug Druck auf das Tinsel auszuüben, weil es nicht nur Schmuck ist an der Fliege und den ganzen Körper rimmt, sondern weil es auch ein Schutz ist und schön hält. Und wenn ich das Tinsel, das Ovaltinsel, nicht fest genug anziehe und es sich verschiebt, sieht es ganz komisch aus und irgendwann verliert es seine ganze Spannung und hängt nur so an der Fliege als Beiwerk dran und dann kann ich es überhaupt nicht mehr gebrauchen. So, jetzt kommt wieder die Bürste. Alles nochmal, was ich vielleicht mit eingerippt habe, rausbürsten. Und zur Sicherheit ein Tropfen Lack. So, nächster Schritt. Ich binde eine Hechel ein. Dafür nehme ich einfach etwas Rebhuhn, blau gefärbt. Macht einen tollen Effekt und ich habe auch ein bisschen einen Blauton mit in meinem Muster. Auflegen. Nachdem ich das Rebhuhn eingebunden habe, mit der Hechelklemme festhalten, schön die Fibern nach hinten streichen. Etwas festhalten dabei und aufwenden. Zwei, drei Umdrehungen reichen vollkommen aus. Ich möchte ja nur den Blaueffekt unter einer späteren schwarzen Kopfschwinge haben. Um mir geht das gar nicht.
jetzt braucht meine Fliege endlich eine richtig schöne Schwinge. Dafür nehme ich, weil das Material einfach toll ist, asiatische Gemse. Asiatische Gemse ist leicht gewellt, hat ein super tolles Volumen, wirklich viel Volumen, ist sehr weich dabei und hat ein exzellentes Spiel im Wasser. Davon ruhig ein bisschen größeres Stück. Wie gesagt, unsere Fliege braucht in der Nacht eine gute Kontur. Aus den Beinen nehmen. Nach hinten streichen. Ablegen. Dann noch eine Oberschwinge drauf kommt, sind wir hier jetzt gerade am Ende der Tube. Passt perfekt. Wieder vorsichtig einbinden. Wie immer der ganz große Trick beim Einbinden von Materialien. Und dann fester werden. Den vorderen Teil abschneiden. Dass hier noch ein bisschen was hier zu übersteht, macht gar nichts. Also nach vorne hin, da wir dort noch mehr Material einbinden und das dann später verstecken. Was man jetzt machen kann, ist handelsüblicher Kamm für 99 Cent nehmen und einmal das Material noch schön ausbürsten. So, jetzt habe ich hier schon mal richtig klasse Volumen. Gut, ein bisschen Glitzer hat sich die Fliege auch verdient. Dafür nehme ich ein bisschen Crinkle Mirror Flash, jetzt in der Farbe Blau, 3 bis 4 Fäden. Lege diese auf die Schwinge auf, lasse die Fäden etwas über die Gemse stehen, 1 cm ungefähr. Binde sie ein. Und die kürzeren Fäden lege ich auch auf. Binde sie auch nach hinten. Das Ganze mit dem Kamm etwas in die Fasern einbürsten. Und zum Sichern wieder etwas. Zweite Hechel, auch schon die Abschlusshechel, schwarze Schlappen nehmen. Nicht zu kurze Fibern sich aussuchen. Vielleicht auch etwas Marabu damit. Nehmen. Ich glaube, hier habe ich ein sehr schönes Stück. Schön mit dem Marabu und dann sehr vielen schönen feinen Fibern. Zuerst möchte ich den Marabu einbinden, also binde ich wieder das dicke Ende zuerst ein. Klemme. Wie gehabt, die Fiber nach hinten ziehen. Und hier darf der Kranz vom Schlappen auch ruhig etwas größer ausfallen. Wie gesagt, wir wollen Volumen haben.
Und da macht ein etwas dickerer Kranz genau den richtigen Job. Einbinden. Zweimal mit dem Faden abfangen, alles nach hinten streichen. Drei, vier kurze Sicherungswindeln. Kurz mit dem Brush hier kurz durchgehen. Alles schön verteilen. Mit den Materialien schön verheiraten. Und jetzt kommt unsere Topschwinge. Dafür nehme ich einfach eine sehr gute Qualität Fuchs in einer XXXL-Länge. Dafür eignet sich zum Beispiel das Material von Eumer sehr gut. Arctic Foxtail 3x XL, schwarz gefärbt. Ich suche mir ein schönes Stück raus, was genau hier drauf passt, noch etwas länger ist als meine asiatische Gemse. Schneide mir das Stück aus. Unterwolle kann ich mit dem Finger auszupfen. Kleine Grannen zupfe ich mir auch raus. Es gibt immer mal ein paar Haare, die ein bisschen steifer sind und einfach rausgucken und nicht so willig wie die anderen. Ich zupfe sie mir raus, im Wasser ist es sowieso egal. Das Ende mache ich etwas nass. Binde es jetzt mit einer Technik von Hakan Nörling ein. Nämlich, ich binde es erstmal falsch rum ein. Ich binde die Spitzen jetzt hin zum Tubenende. Lege das dicke Ende auf in Flussrichtung. Sichere es zwei, dreimal. Fächere es etwas auf. Um das Ganze jetzt noch etwas zu pimpen, nehme ich einfach eine Faunenkörperfeder in diesem wunderschönen Blauton, die ich noch zweimal vorne um die Spitze herumlege. Gibt auch nochmal einen sehr schönen Effekt. Vorher sichere ich mir einmal etwas meinen Kopf. Hier kommt es nicht auf Volumen an, sondern einfach nur auf diesen wunderschönen irisierenden Effekt der Feder, den ich noch mit einbinden möchte.
Abschluss Jungle Cook einbinden. Auch wieder darauf achten, dass beide Jungle Cooks gleich lang sind und auch in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, nicht, dass ein Auge nach oben schaut und das andere irgendwo tief nach unten. Auch hier wieder für den Fisch kein Problem, aber einfach für den Angler ist es viel schöner, wenn man sich die Minuten nimmt und auch die Mühe macht, auch hier zum Abschluss alles schön zu machen. So, was bleibt, ist der Kopfknoten. Noch einmal schön kämmen. Fertig ist eine absolut tödliche Meerforellenfliege für die Nacht. Wichtig jetzt noch das Röhrchen abschneiden. Und kurz abbörteln mit dem Feuerzeug. Einmal das abgeschnittene Ende mit der Dubbingnadel wieder etwas öffnen. Feuerzeug anlegen. Langsam erwärmen. Wenn das Plastik wieder etwas kälter wird, noch einmal das Loch stechen, andrücken. Jetzt den Kopf lacken und die Fliege ist fertig.